Als eines der wenigen Länder weltweit hat Neuseeland die Coronavirus-Pandemie derzeit gut im Griff. Am Sonntag waren es 100 Tage, seit die Regierung das Ende der Ausbreitung des Virus erklärte. Seit damals gab es in der Bevölkerung keine Neuinfektionen mehr. Die 5 Millionen Einwohner des Inselstaats im Südpazifik sind seither wieder zum Alltag zurückgekehrt, einschließlich Besuch in vollbesetzten Sportstadien oder in Restaurants ohne Angst vor einer Infektion. 100 Tage sind ein bedeutender Zeitraum. Es vermindert zwar das tägliche neue Risiko nicht, solange wir in einer Welt weiterleben, in der diese Pandemie zunimmt, aber es ist ein Meilenstein. Neuseeland hatte Ende März eine strenge Ausgangssperre verhängt. Bis dahin waren nur rund 100 Menschen positiv getestet worden. Das stoppte die weitere Ausbreitung. In den letzten 3 Monaten waren die einzigen neuen Fälle ein paar Rückreisende, die an der Grenze unter Quarantäne gestellt wurden.